Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.2. Der Abonnent Mesut hat mich gebeten, mal ein Video über vierlagige Platinen zu machen, also eine Vier-Layer-Platine zu erstellen. Und ich unterbreche damit auch mal die Serie mit Spice und schiebe das hier mal zwischen rein. Also erstellen einer vierlagigen Platine. Das ist doch eine recht interessante Geschichte. Und die möchte ich auch von vornherein gleich auf zwei Videos aufteilen. Und als erstes hier mal ein Projekt für eine PA, 70 cm PA Steuerung, die ich hier schon mal vorgestellt hatte. Das ist also diese Platine, die ist im Moment eine zweilagige Platine und ich möchte aus dieser Platine oder werde aus dieser Platine dann mal eine vierlagige Platine machen und zwar dann im zweiten Video. Und ich möchte euch heute, bevor wir mit dieser zweiten oder vierlagigen Platine beginnen, möchte ich euch hier kurz auf zwei Dinge verweisen, die ihr euch vorher mal anschauen solltet, um dann im nächsten Video, wenn ich hier also diese vierlagige Platine erstellen werde, auch ein bisschen hinter die ganze Sache zu steigen und auch ein bisschen mehr zu verstehen und vielleicht auch die eine oder andere Frage zu vermeiden. Und zwar empfehle ich euch jetzt hier als erstes mal, ich werde es auch unten verlinken in der Videobeschreibung, hier von EEV-Block eine Zweilagen versus einer Vierlagen-Platine. Und zwar geht es in diesem Video, das ist also gute 36 Minuten lang, um einen TTL-Computer. Und zwar hier einmal als zweilagige Platine ausgeführt und als vierlagige Platine ausgeführt. Was man in diesem Video sieht, wie gesagt, es ist leider in Englisch, da müsst ihr euch dann doch mal durchhangeln. Aber was sehr interessant ist, ist hier die Darstellung, wie sich zum Beispiel gerade bei schnellen Datenlinks, bei Highspeed-TTL-Verbindungen, diese ganze Geschichte auf Schaltimpulse auswirkt und gerade auch dieses Signal-Rausch-Verhältnis bei vierlagigen Platinen deutlich sinkt, wenn man hier also zwei zusätzliche Layer einfügt und damit also dieses Störniveau gegenüber einer zweilagigen Platine gewaltig sinkt. Das wird hier sehr deutlich gezeigt, das empfehle ich euch, schaut es euch mal an. Wie gesagt, wer sich in der HF-Technik bewegt, sollte auch durchaus mal über eine vierlagige Platine nachdenken. Andererseits, der Nachteil bei vierlagigen Platinen, auch das muss man an dieser Stelle mal erwähnen, ist die Tatsache, dass der Preis natürlich gleich sehr steil nach oben geht. Ja, das ist also keine lineare Kurve, sondern eine recht steile logarithmische Kurve, was den Preis bei der Herstellung betrifft. Aber wie gesagt, die Vierlagenplatine hat wirklich gerade im Hinsicht auf Störungen, die auf der Platine zwischen einzelnen Leiterbahnen entstehen, eine ganze Menge Vorteile. Und wer sich also, wie gesagt, in der HF-Technik bewegt, sollte da echt mal drüber nachdenken, da vielleicht auch mal etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Und die ganze Geschichte wird hier in dem Video dargestellt. Ich verlinke es dann unten in der Videobeschreibung. Dann habe ich hier noch von Microcontroller.net einen Beitrag, auch den werde ich hier unten in der Videobeschreibung verlinken. Und zwar geht es hier um die Beschreibung, wie man also richtig Platinen layoutet und welche Fehler man dabei machen kann. Und das sehen wir hier zum Beispiel auch, also in diesem Text hier, den sollte man sich dann auch mal in Ruhe durchlesen, ist also das Layout von vierlagigen Platinen beschrieben. Und was hier ganz wichtig ist in diesem Text, was dabei rauskommt, ist, dass also zum Beispiel die beiden inneren Lagen grundsätzlich aufgrund der Impedanzwirkung, die zwischen den einzelnen Lagen, denn jede Lage zwischen diesen oder zwischen diesem PCB-Material, also zwischen dem Leiterplattenmaterial, wirkt ja wie ein Kondensator. Und das heißt also zum Beispiel bei einer vierlagigen Platine grundsätzlich die Spannungsversorgung und die Groundlage möglichst nah beieinander zu legen. Das heißt also die beiden inneren Lagen zu nutzen und die beiden äußeren Lagen dann für die Signalübertragung. Das werde ich dann, wie gesagt, im zweiten Video dazu mal zeigen, wenn ich dann diese
Platine dann Route. Und wie gesagt, hier lest euch das mal durch. Auch hier, das werde ich nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Und hier kann man also eine ganze Menge sehr interessante Informationen rauslesen. Und diese Hintergrundinformationen solltet ihr haben, wenn wir dann im nächsten Video in diese vierlagige Platine einsteigen. Das erstmal hier jetzt in Kürze. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und im nächsten Video gibt es dann die vierlagige Platine. Danke und tschüss.